Stecker. Gut, es läuft doch. Fahren wir weiter. So ist die Zähne. Das ist der Radio-Kiosk neuer Höhenweltrekord. Der Pilot Albert Lomekowi schaffte 6300 Meter mit seiner Flugmaschine. Das war im Jahr 1914. Wenn man sich mal vor Augen hält, mit was für einem Flugzeug Lomekowi diesen sensationellen Rekord aufgestellt hat, dann muss man schon verwundern, den Hut ziehen. So hat der Rodler Terror war ein Flugzeug, das nach unseren heutigen Vorstellungen gerade gut genug erscheint, um auf einer Wiese eine Ehrenrunde zu drehen. Josef Wimmer in München-Gladbach, die Ruger-Taube sah ja wirklich aus wie eine Taube mit weit ausgebreiteten Flügeln. Die Schubschrauben waren aus Holz. Der Motor lief also unrund. Und diese Unwucht, die durch das Unrundlaufen des Motors entstand, ließ auch damals die Luftschrauben noch verwerfen. Es war also doch ein großes Risiko, zumal nicht nur die dünne Luft, sondern auch die ungeheure Kälte ist. Der Rekord geschah am 14. März. Die Kabine des Piloten existierte nicht, er war vollkommen frei, hatte sich also durch entsprechende Kleidung in der Kälte gegenüber zu schützen. Wir müssen noch dazu sagen, warum wir also immer so gut über alte Flugzeuge Bescheid weiß, weil die Flugzeuge sind in Europa, sie waren sie nah, ganz streng, modellgetreu und haben mit Preis. An welchem Maßstab? Bei der Winterfahrt zum Beispiel? Die Wunderfahrt ist etwa 1,10 Meter. 115? Ja. Der jetzt habe ich das zusätzliche Mikrofon drin. Und darum habe ich mich etwas gekümmert und konnte von 34 Minuten dann auf 3 Stunden und 16 Minuten einen Rekord aufstellen. Das ist aber kein historisches Modell, das ist eher so ein futuristisches Modell für die zukünftigen Planungen, oder wie? Ja, interessant ist aber dennoch zu wissen, dass ich in dieser Sparte bereits 1912 auf die Bierung Escherbrück nur mal die Anforderungen, die man damals an die Fliegerei unterhält.
Wer kann schon von sich sagen, dass er auf der Milchstraße gegangen ist, nicht? Ja, einer kann es, Herr Rübert, wohnt in Münster. Guten Tag, Herr Bohn. Guten Tag, Herr Dombrowski. Ja, das war doch bildlich gemeint, denn was haben Sie gemacht? Sie sind den Weg der Milch von der Kuh bis in die Tüte nachgelaufen. So ungefähr. Und wenn ich nicht schon Milchtrinker wäre, dann würde ich es wahrscheinlich werden, denn was ich heute Vormittag so alles über die Milch, über ihre Produktion und ihre Verarbeitung gehört und gesehen habe, das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass uns mit der Milch ein Lebensmittel gegeben wird, das eigentlich, wie Sie schon sagten, von heute der Kuh bis zur fertigen Packung seiner pausenlosen Kontrolle. Warum eigentlich so viel Kontrolle und was sind das für Kontrollen? Denn ich sage mir doch, die erste Kontrolle beginnt beim Gesundheitsbestand. Ne? Ja, genau. Und auch die Veterinärmediziner, die passen doch auf und können die Tuberkulose, das ist nur meine Vorstellung. Ja. Was wird dann noch alles? Stichwort Tuberkulose, dazu gleich. Die Tatsache, dass wir heute völlig freie Tuberkulose und Brucellose, diese Krankheit, freie Kuhbestände, Milchkuhbestände haben, ist eigentlich der pausenlosen Kontrolle durch die von Ihnen zitierten Tierärzte zu danken. Und ganz gewiss nicht ohne Anlass meinte heute Morgen ein Teilnehmer an der Pressefahrt dieser Landwirtschaftskammer Münster, an der ich teilgenommen habe. Aber wenn diese Milch wüsste, wie oft sie kontrolliert wird, dann wäre sie längst sauer. Aber die Gelegenheit, die gibt man ihr gar nicht, sauer zu werden. Die Kette, die Funkkette für die Milch reicht vom Leckstand des Produzenten bis hin zur Funkkette des Lebensmittelgeschäfts. Aber Sie sprachen... Ja, das müssen wir erklären, denn ich meine, wenn man manchmal über Land geht, dann sieht man ja doch noch dort so diese Kannen am Wegesrand stehen. Und die haben wir eingesammelt. Die haben das dann gekühlt. Das sind Isolierkannen, Herr Dombrowski. Und sehr dickbauchige Kannen heute im Gegensatz zu den früher dünnen Kannen. Aber Sie fragten eben, was denn alles wird untersucht. Das ist schon ein Kapitel für sich. Man sucht zum Beispiel somatische Zellen, die aus dem Drüsengewebe des Kuhhäutes stammen und eine gewisse Höchstzahl in einem bestimmten Lebensmittel nicht überschreiten. Man sucht natürliche Keime, die ebenfalls nicht zu schützen. Man sucht nach dem Phylloatgehalt, ein Wort, das ich bis heute nicht kann, das handelt sich um ein Stoffwechselprodukt, das in unter der Kuh steht. Man sucht nach der Mutterklasse, die von 1 bis 4 reicht und sich in kleinen oder Phylloatzahlen unwichtig für den Preis ist, die den Bauernvorgang nicht erzielt. Und schließlich sucht man danach, wie viele Nährstoffe denn in der Milch enthalten sind. Auch das wieder ein fremder Begriff. Diese Nährstoffe, die unter bestimmten Voraussetzungen entstehen können, verhindern, dass man die Butter zum Beispiel, dass man die Milch zum Beispiel zu Butter oder zu Joghurt verarbeitet, weil sie die natürliche Entwicklung der dafür notwendigen Bakterien nimmt. Aber ich habe mal den Professor